Ständig wird unser Gehirn von unzähligen Bildern bombardiert. Doch auf nichts reagiert es mit so viel Interesse wie auf Gesichter. Blitzschnell gewinnt es daraus wichtige Informationen über unsere Artgenossen. Es erkennt auch, was diese gerade im Schilde führen. Das Gehirn behandelt Gesichter daher bevorzugt. Gerade mal eine Zehntelsekunde braucht es, um ein Gesicht als solches zu erkennen. Und nur ein paar Hundertstel mehr, um es einer bekannten Person zuzuordnen. In der Regel klappt das sogar, wenn sich das Gesicht in vielen Jahren stark verändert hat. Im Erkennen von vertrauten Gesichtern ist das Gehirn ein Champion. Schneller als jeder Computer. Schon lange versuchen Wissenschaftler zu verstehen, was hinter dieser Spitzenleistung steckt. Sie haben drei Bereiche im Gehirn gefunden, die auf Gesichter spezialisiert sind. Diese Gesichtsareale reagieren auf Gesichter sehr viel stärker als auf andere Objekte. Auch wenn etwas nur entfernt wie ein Gesicht aussieht, schlagen sie sofort Alarm. Deshalb sehen wir regelmäßig Gesichter auch da, wo gar keine sind. Wenn ein Gesicht als solches erkannt ist, muss es entschlüsselt werden. Zum einen muss das Gehirn kleinste Veränderungen in der Mimik analysieren. Die richtige emotionale Bewertung von Gesichtern war schon immer überlebenswichtig. Deshalb spielen evolutionär alte Hirnregionen wie die Amygdala dabei eine wichtige Rolle. Die Feinanalyse der Mimik erledigen dann Nervenbahnen der Hirnrinde. Die zweite Aufgabe des Gehirns besteht darin, Gesichter wiederzuerkennen. Dafür muss es individuelle Merkmale des Gesichts analysieren, die sich nicht so schnell verändern. Vermutlich gleicht das Gehirn dabei jedes Gesicht mit einem Standardgesicht ab. Ein Mittelwert aus allen Gesichtern, die es schon mal gesehen hat. Bei Gesichtern, die dem Standardgesicht ähnlich sehen, reichen schon kleine Unterschiede, um ein Gesicht wiederzuerkennen. Nicht-europäische Gesichter dagegen weichen stark von unserem Standardgesicht ab. Individuelle Unterschiede nehmen wir deshalb schlechter wahr. Um ein Gesicht wiederzuerkennen, muss das Gehirn es blitzschnell mit tausenden im Gedächtnis gespeicherten Gesichtern vergleichen. Außer den Gesichtsarealen sind hier auch Gehirnregionen beteiligt, die biografische Informationen abspeichern. Uns ist es nicht bewusst, aber um ein Gesicht zu deuten und wiederzuerkennen, legt unser Gehirn eine wahre Spitzenleistung hin. Die Wissenschaftler fangen gerade erst an, sie zu verstehen. Moment mal, ihr seid noch hier? Das kann nur eine Sache bedeuten. Ihr liebt Wissenschaft. Dann wäre es jetzt nur die logische Konsequenz, sich einer dieser Videos anzuschauen oder direkt zu abonnieren. Vertraut mir, ist wissenschaftlich geprüft.